Ihr habt euch gestern gesehen, aber Kestiel war doch nicht in der Schule. Ihr habt euch also außerhalb des Unterrichts getroffen. Oh, böse, böse. Freut mich, dass es dir besser geht, Peggy. Ich habe keine Lust, mit dir darüber zu sprechen. Und ich spreche lieber darüber, als über Klamotten. Ich habe dazu angesetzt, ihm auf den Fuß zu treten, aber bei seiner schlechten Laune hielt ich das dann doch für keine gute Idee. Schade. Probleme? Nein, nein, überhaupt nicht. Ist mir egal. Ich bekomme auch so heraus, was ich wissen möchte. Da bin ich mir nicht so sicher. Und wie kommst du darauf? Ich habe immer noch nichts darüber gelesen, was die Lehrer für eine Veranstaltung vorbereiten. Boah, Cassie! Damit hast du sie! Das ist nur eine Frage der Zeit. Sie ist weggestampft. Du liest Peggys Artikel? Warte, was? Nö, aber wenn sie so eine Info gehabt hätte, hätte sie sowieso gleich über den Lautsprecher der Direktorin verkündet. Gut geblufft, Tiger. Gut geblufft. Aua! Im Hinausgehen bin ich mit jemandem zusammengestoßen. Entschuldigung, ich habe dich nicht gesehen. Nicht schlimm. Aua! Jemand ist aus dem Raum gekommen und hat mich angerempelt. Was machst du denn hinter der Tür? Entschuldige dich bloß nicht, Castiel. Ah, Castiel, ich habe dich gesucht. Und was willst du von mir? Die Direktorin möchte dich sehen. Wahrscheinlich geht es um dein Fehlen. Oh, Mist. Kann man mich nicht mal 5 Minuten mit dieser Geschichte in Ruhe lassen? Er ist in Richtung Lehrerzimmer davongegangen. Er ist echt anstrengend. Ich dachte, ihr beiden hättet euch wieder versöhnt. Warum sollten wir? Also, jetzt, wo er die Geschichte mit Deborah kennt, dachte ich, Er weiß nur das, was Deborah zugegeben hat, als ihr im Lehrerzimmer wart. Und da hat sie nicht von mir gesprochen. Und du möchtest Kestiel nicht erzählen, was sie bei dir versucht hat? Wozu? Damit er dich nicht mehr hasst? Hast du dir Kestiel angesehen? Natürlich, aber lenk jetzt nicht ab. Wurscht! Ich lenk nicht ab. Schau dir Kestiel genau an und du wirst sehen, dass die Sache für ihn beendet ist. Warum sollte ich mich zum armen Opfer machen? Er hasst mich und ich ihn. Der Grund für das Problem ist unwichtig. Es ist nun mal da. Oh, Jungs sind echt manchmal so schwierig. Schade. Es tut gut, jemanden zu haben, den man hasst. Dann mag man die anderen gleich noch lieber. Toll! Super! Deswegen hasse ich auch einfach random irgendwelche Leute. Weil ich die anderen einfach viel lieber habe. Genau. Okay. Er ist weggegangen. Und ich habe gehofft, sie würden sich versöhnen. Man könnte fast glauben, Sweet Amoris ohne Kestiel und Nathaniel, die sich hassen, ist unmöglich. Wo wir gerade von Kestiel reden. Ich hoffe, sein Gespräch mit der Direktorin ist gut gelaufen. Du hast 1 Minute lang, wenn überhaupt, mit Nathaniel geredet. Ich glaube kaum, dass dieses Gespräch jetzt schon vorbei ist, oder? Oder? So, jetzt habe ich nicht gesehen, was unsere Aufgabe ist. Was ist unsere Aufgabe? Okay. Wir suchen jetzt Kestiel. Ja. Auf ihn. Wieso sind die plötzlich nicht mehr da, wo man sie immer findet? Warum? Oh. Das war nicht nett, dass du dich eben einfach so davon geschlichen hast. Aber unser Gespräch war doch beendet. Nein, es hatte noch nicht mal richtig angefangen. Du hast versprochen, dass ich mich um deine Klamotten kümmern darf. Erinnerst du dich? Ja, natürlich. Gehen wir gleich? Ja. Ich warte vor der Schule auf dich, so verpassen wir uns nicht. Okay, dann bis gleich. Moment mal, was? Okay, kurz zum Mitschreiben. Unsere Sue geht in die Schule, hört ein paar Gespräche mit, unterhält sich mit ein paar Mitschülern und geht dann zum Shoppen weg? Ich meine,
Hallo? Hat die Direktorin überhaupt Unterricht verhängt oder so? Gibt es das an dieser Schule? Okay, kommen wir zurück zu Castiel. Ich bin nur etwas stutzig geworden dadurch. Und, wie ist es gelaufen? Unglaublich, wie du dich in die Angelegenheiten anderer Leute einmischst. Du bist doch nicht geflogen, oder? Nein. Sie hat es nur in meiner Mappe vermerkt und gesagt, sie würde beim nächsten Elternsprechtag mit meinen Eltern darüber reden. Außerdem soll ich nachsitzen, aber ich weiß noch nicht, ob ich hingehe. Oh, mach keinen Quatsch, geh lieber hin. Du musst zugeben, dass du es diesmal ein bisschen darauf angelegt hast. Ja. Ich habe auch nichts anderes behauptet, ich meinte nur, ich weiß es noch nicht. Ach, Cassie, du bist unverbesserlich. Wenigstens hat er nicht zu viel Ärger bekommen. Rosalia wartet vorm Schultor auf mich, um shoppen zu gehen. Ich sollte sie nicht länger warten lassen. Seht ihr? Seht ihr, was ich meine? Schule? Shoppen. Ich habe die Schule verlassen. Und wir hatten noch nicht mal Unterricht. Gehen wir? Ja, natürlich. Wir haben ja scheinbar keinen Unterricht. Dann mal los. Du wirst sehen, dank meiner Tipps wirst du unwiderstehlich sein. Ach, ich mag sie. Sie ist so nett zu uns. So, wo war jetzt noch das... Da, ne? Das Geschäft? Wir sind in den Laden gegangen. Also, für welchen Stil entscheiden wir uns? Ich weiß nicht. Vielleicht könnte ich verschiedene Sachen anprobieren? Okay, so machen wir es. Rosalia ist durch die Regale gegangen und hat mir verschiedene Kleidungsstücke in die Hand gedrückt. Aber als erstes probierst du die Unterwäsche hier an. Was? Du möchtest wirklich, dass ich welche kaufe? Ja, schau dir das Set hier an. Das ist doch wohl wunderschön. Naja. Naja, ich weiß nicht. Also wunderschön würde ich das jetzt nicht bezeichnen, aber es ist in Ordnung. Perfekt. Es gibt nichts Besseres als dunkelbraune Unterwäsche. Doch, schwarze? Es ist beruhigend, wenn sich unsere Freunde selbst um unsere Unterwäsche Sorgen machen. Ja. Irgendwas habe ich in meinem Leben verpasst. Ich habe komischerweise nicht solche Freundinnen. Gut, jetzt die Klamotten. Da ich dich nicht ruinieren möchte, werde ich mich auf das Wichtigste beschränken. Okay, was nehmen wir? Das musst du entscheiden. Versuche zu überlegen, welches Outfit dem Jungen gefallen könnte, den du magst. Boop. Wirklich? Ich glaube, die beiden Outfits würden ihm gefallen. Du musst entscheiden. Oh. Das ist irgendwie zu einfach. Und mein Balysander, da kann ja eigentlich nur das Blaue stimmen, oder? So vom Stil her. So ein bisschen Vintage und blub. Gott, was rede ich da? Ich tue gerade so, als hätte ich Ahnung davon, obwohl ich überhaupt keine Ahnung davon habe. Du hast recht, das Outfit steht dir am besten. Danke. Ich hoffe, ihm wird es auch gefallen. Warum nicht? Wir haben den Laden wieder verlassen. Du kommst morgen doch mit deinem neuen Outfit zur Schule, oder? Na klar. Ich kann es kaum erwarten, die Reaktion der Jungs zu sehen. Bis morgen. Das müssen wir unbedingt bei Gelegenheit wiederholen. Versprochen, sobald mein Portemonnaie sich davon erholt hat. Also, nach Hause. Das ging ja schnell. Ich bin nach Hause gegangen. Bevor ich am nächsten Tag zur Schule gegangen bin, habe ich die Sachen angezogen, die ich mit Rosalia eingekauft habe. Juhu! Viele, viele Dialoge. Also mein ganzes Rumgeschniefe und Gehuste, das schneide ich natürlich raus oder auf stumm, damit ihr das jetzt nicht so doll hören müsst. Das möchte ich euch nämlich ungern antun. Was ist? Hast du jetzt auch einen neuen Look? Yep, ich war mit Rosalia shoppen.
Und? Hat sie dich auch bei der Unterwäsche beraten? Oh Gott. Das werde ich mir wohl noch ewig anhören müssen. Gefallen dir die Sachen nicht? Du weißt doch, ich und Klamotten. Okay. Ja gut. Was ist denn? Ich habe das Gefühl, du machst mich nach. Was? Warum? Kaum habe ich mein Outfit geändert, änderst du deins auch. Wenn ich mich von einer Brücke stürzen würde, würdest du dann auch das gleiche tun? Nein, du darfst dich gerne allein hinunterstürzen. Rosaya hat drauf bestanden. Du bist ja ganz schön mutig geworden. Weißt du jetzt etwa? Das könnte passieren, ja. Man sagt ja, Hunde, die bellen, beißen nicht. Ha, 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 ha. Da sprichst du wohl aus eigener Erfahrung, was? Was ist daran so lustig? Dann bist du also auch völlig harmlos, oder? Du regst dich schließlich ständig auf. Nein, ich bin eine Ausnahme. Und Ausnahmen bestätigen die Regel. Ha! Er hat nichts weiter über mein Outfit gesagt. Ich glaube, es hat ihm nicht gefallen. Er interessiert dich ja auch nicht. Er ist nicht das Objekt der Begierde. Konzentrier dich, Mädchen. Hallo, Nathaniel. Hallo, hast du ein neues Kleid? Ja, gefällt es dir? Oh, es sieht nett aus, ja? Nett. Es gefällt ihm also nicht besonders. Ach, das finde ich auch immer so nett. Und, Schatz, wie sehe ich aus? Oh, hübsch. Hübsch? Ich weiß nicht. Ich finde das immer sehr unschön, wenn man dann als hübsch bezeichnet wird. Okay. Das Objekt der Begierde ist in Sichtweite gekommen. Hallo, Lysenda. Hallo. Du siehst heute wirklich toll aus. Findest du? Oh, danke. Ich habe dich noch nie mit dem Kleid gesehen. Es steht dir wirklich gut. Er schafft es noch, dass ich rot werde. Jedenfalls habe ich ihm gefallen. Check. So, was kommt jetzt? Weiter. Jop, 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 jop. Jop, 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 jop. Oh, ich hasse Schnupfnase. Fühlt man sich immer so schwach und eklig. Hallo. Er sagt gar nichts zu meinem Outfit. Wie findest du mich heute? Ist das ihr Ernst? Ist das ihr verdammter Ernst? Ich meine, wenn ich einkaufen gehe und mir ein neues Kleid kaufe, dann renne ich doch auch nicht random durch alle Gassen oder in meinem Fall durchs Büro und frage sämtliche Kollegen, wie sie mich heute finden. Wer macht sowas? Okay, offensichtlich unsere Sue. Offensichtlich. Warum willst du das wissen? Weil ich gestern neue Klamotten gekauft habe und gerne eine Meinung dazu hören würde. Das macht auch kein normales Mädchen. Alter, bei der ist echt Hopfen und Malz verloren gegangen. Ja. Ja, also, sie sind ganz okay. Oh, das ist alles? Tut mir leid. Das war mir noch gar nicht aufgefallen. Deswegen weiß ich nicht so genau, was ich sagen soll. Sag mir einfach, ob du mich hübsch findest. Keine Sorge, ich habe die Sachen sowieso nicht für dich gekauft. Davon würde ich gar nichts von beiden nehmen. Was ist denn hier jetzt los? Ich meine, hallo, wo sind wir? Ich fühle mich wie in so einer Barbie-World, wo sie wirklich zu jedem hingeht und fragt, ob dieses super tolle neue Kleid ihr steht. Was zur Hölle? Das macht doch kein normaler Mensch. Ja, aber na gut, wir spielen einfach mal mit. Und da Kenton ja auf dieses girlige Tour total abfährt. Kenton, sag mir einfach, ob du mich hübsch findest. Bist du doch im... Oh Gott. Entschuldigung, ich glaube, das sollte ich beim nächsten Mal lassen. Das Husten klang ein bisschen gespielt. Ja, stimmt. Das Kleid steht dir besser als andere. Das war aber nicht das, was du wirklich sagen wolltest. Ich wollte sagen, dass du immer hübsch bist. Wirklich.
Ja, also, was du dann letztendlich anhast, ist eigentlich nicht so wichtig. Oh, danke, Kenton. Dankeschön. Wechsle einmal deinen Ort. Hab ich schon. Klar, wir können gleich heute Abend gehen, wenn du möchtest. Rosalia redet gerade mit Nathaniel. Wirklich? Oh, vielen Dank. Und entschuldige, dass ich dich darum gebeten habe. Kein Problem, ich mach das gerne. Wovon redet ihr? Gar nichts. So schnell, wie er geantwortet hat, glaube ich ihm das nicht. Das ist eine Sache zwischen mir und Nathaniel. Zwischen euch beiden was? Ja, garantiert, da läuft bestimmt was. Ja, aber es ist nichts Persönliches. Also, ich meine, nur ein Treffen unter Klassenkameraden, sonst nichts. Rosalia hat ihm auf die Schulter geklopft. Du kannst wirklich keine Geheimnisse für dich behalten. Was habt ihr beiden denn außerhalb der Schule vor? Ich hab dir auch schon gesagt, das ist ein Geheimnis. Aber keine Sorge, ich klau dir dein Nathaniel schon nicht. Das ist nicht mein Nathaniel. Was zur Hölle? Du weißt doch, wen ich haben will. Entschuldigung, ich kann gerade irgendwie kein süßes Lachen machen. Das verbietet mir mein Hals. Er ist so rot wie eine Tomate. Ich frage mich, was die beiden wohl aushecken. Bestimmt nichts Gutes. Wenn Rosalia und Nathaniel etwas zusammen unternehmen, dann bestimmt in der Stadt. Vielleicht sollte ich dort eine kleine Runde drehen. Ich habe die Schule verlassen. Schon wieder? Geht ihr auch irgendwann mal in den Unterricht oder so? Oder wird das überbewertet? Ich bin jetzt in der Stadt. Habe ich irgendwas vergessen? Geh in die Stadt. Ich bin in der Stadt. Aua! Ich habe auf dem Boden gesehen und bin mit jemandem zusammengeprallt. Hallo, Valkyria. Och Gott, guck an! Der kleine Nathy wird erwachsen. Du hast ein neues Outfit. Warum bekommen in dieser Episode plötzlich alle ein neues Outfit? Das hat doch irgendwas zu bedeuten. Hallo, Valkyria. Nathaniel? Sprich ihn nicht darauf an. War es das, was du mit Rosalia vorhattest? Du wolltest auch ein Umstyling? Ja, ich wollte mal etwas Neues ausprobieren. Ich meine, immer die gleichen Sachen jeden Tag anzuziehen, das stinkt ja auch irgendwann. Da hast du verdammt recht. Das steht dir gut. Die Idee mit der Krawatte gefällt mir. Uff. Du hast dich also endlich von dieser schrecklichen Hose getrennt? Nein. Oh nein, vorher sahst du viel besser aus. Nein. Finde ich das erste eigentlich noch am besten mit. Ja, ich fand das ganz lustig. Entschuldige mich jetzt bitte. Ich muss jetzt unbedingt nach Hause. Bis morgen. Okay, bis morgen. Castiel und Nathaniel haben beide ihr Aussehen verändert. Vielleicht war es doch gut, dass Deborah hier aufgetaucht ist. Vielleicht haben die beiden das gebraucht. Was? Intrigen? Wofür? Ich habe Hausaufgaben gemacht und bin schlafen gegangen. Hausaufgaben wovon? Du hast nicht mal Unterricht gehabt. Am nächsten Morgen bin ich wieder in die Schule gegangen. Okay, wir bewegen uns jetzt in der Schule. Bewege dich in der Schule. Passen Sie auf! Mr. Ferrace und Boris tragen große Pappkartons mit kleinen Löchern im Deckel vorbei. Sie sind den Flur hinuntergegangen. Aha. Sie sind zur ersten Etage hinaufgegangen. Ho, wir rennen ihnen hinterher. Da, die Tür zum Bioraum steht offen. Oh, ein neuer Raum, das finde ich cool. Obwohl eigentlich ist es nicht so cool, weil wir jetzt viel mehr Aktionspunkte verbrauchen können. Gell? Aber ist auch schon wieder schön gemacht. Das hat Chino schön gemacht. Ich bin hineingegangen.
Niemand war dort, aber die Kartons, die die Lehrer getragen hatten, standen auf einem der Tische. Ich habe mich einem von ihnen genähert. Oh, wie süß! In den Kartons waren lauter kleine Kaninchen. Ein paar von ihnen schliefen, andere fraßen. Ah! Oh, ich frag mich, warum sie da drin sind. Sie sind flauschig. Und sie sind im Biologieraum. Was macht man mit Tieren im Biologieraum? Man ist nicht da, um sie zu streicheln. So viel dazu. Peggy ist an mir vorbeigegangen, ohne mich zu bemerken, und ist in den Klassenraum gegangen. Was ist hier los? Finden wir es heraus. Oh oh, da sind die anderen ja alle. Ich bin mir sicher, das wird dasselbe wie mit den Fröschen. Wir sollen sie bestimmt sezieren und ihre Innereien untersuchen. Nein, nein, das ist unmöglich. Die armen Kaninchen. Ihr wisst also über die Kaninchen Bescheid? Hallo, du sprichst mit Peggy. Alle wissen Bescheid, du dämliche Ziege. Sie wollen sie umbringen, damit wir sie untersuchen können. Da bin ich offenbar nicht so ganz auf dem Laufenden. Ich verstehe nicht, wieso sich alle aufregen wegen so ein paar Nagern. Das sind doch nur Kaninchen, die werden doch jeden Tag irgendwo überfahren. Oder geschlachtet, oder... Alle haben ihn böse angesehen. Vor allem die ganzen Mädels, ne? Die Jungs überhaupt nicht, aber die Mädels. Ah ja, das liebe Kindchenschema. Oh, schon gut, ich habe nichts gesagt. Wir müssen sie retten, bevor die Lehrer uns zwingen, sie umzubringen. Wenn ich jemanden dazu auffordern sollte, eins von ihnen einzuschläfern, damit wir es dann untersuchen können, weigere ich mich. Wir sollten alle zusammenhalten. Und wenn die Lehrer sie dann einfach einer anderen Klasse geben? Wir müssen sie befreien, sonst haben die Kaninchen keine Chance. Hä? Und sowas von Amber? Amber hat ein Herz für Tiere? Vielleicht steckt ja doch ein Mensch in ihr. Ganz tief drin, in ihrer oberflächlichen Fassade. Schön. Aber vielleicht sollten wir sie ja einfach nur beobachten. Das wäre doch die Höhe. Das wäre doch die Höhe, wenn wir Kaninchen zerlegen müssten. Wir sollten aber lieber kein Risiko eingehen. Wenn wir jetzt nicht handeln, haben wir vielleicht keine Gelegenheit mehr dazu. Seid ihr alle bereit? Natürlich! Okay, ja! Oh Gott.